Hallo und willkommen bei Whiskywriter. Heute sind wir mal wieder bei Campbelltown. Heute sind wir mal wieder bei Glen Scotia. Wir haben den neuen Glen Scotia Seasonal Release 2022 im Glas. Und zwar ist das ein Amontillado Sherry Cask. Abgefüllt in Fassstärke mit 53,5%. Ich habe leider den Vorgänger nicht mehr hier, sodass ich ihn hätte vergleichen können. Ihr seht, das ist auch schon nur noch ein Nösel drin. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte ihn gern verglichen. Aber gut, ich habe nur den Elva Oloroso NPX hier. Den mag ich aber jetzt nicht vergleichen. Das ist was anderes gewesen. Ja, nicht rauchig, muss man bei Glen Scotia ja immer so ein bisschen erwähnen, ob der rauchig oder nicht rauchig ist. Die produzieren beides. Dieser hier ist nicht rauchig. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was der kann. Freue mich drauf. Ich mag Glen Scotia nämlich sehr, sehr gerne. Mit einer meiner liebsten Brennereien. Es steht nicht drauf, ob es ein Finish ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass es sich um eine Vollreifung handelt. Das Erste, was man in der Nase hat, ist der Honig. In Kombination mit so ein bisschen Eiche. Schon mal sehr schön. Habe ich so ein kleines bisschen, ich würde sagen, so Muskatnuss oder sowas. Ja, und eine schöne Bourbon-Vanille-Note. Wo ich mich dann frage, wo kommt die so richtig her? Also, wenn das eine Vollreifung ist, macht es keinen Sinn, dass da die Bourbonfässer so durchstechen, weil dann hatte der keine Bourbonfässer. Oder ist es eben doch nur ein Finish? Also sehr weich, sehr smooth, sehr angenehm. Bis jetzt keine Ecken und Kanten. Alkohol ist hervorragend eingebunden. Man merkt überhaupt nicht, dass der Fass stark ist. Und es ist so richtig schön. Der hat so eine Mischung aus Honig und Vanille mit einer leichten Holzigkeit. Das ist so ein richtig schöner, entspannter Dram bis jetzt. Zum Wohl. Macht den Mund schön trocken und dann kommt er mit einer schönen Würzigkeit, ordentlich Eichennoten, richtig voluminös. Das Holz ist tatsächlich relativ präsent, ohne dass der jetzt unangenehm bitter wird. Dazu kommen so ein bisschen Trockenfrüchte und die Vanillenote ist wieder total da. Den Honig habe ich jetzt im Geschmack ein bisschen weniger oder fast gar nicht. Aber also ich bin mir fast sicher, dass das keine Vollreifung sein kann, weil diese Sherry-Noten für mich nur relativ schwach durchkommen. Also ja, sie sind da, aber da kommen so viel von Ex-Bourbon-Casks mit durch. Der ist halt wirklich vanillig mit einer schönen
würzigen Holznote dazu. Das sind so die Grundcharakteristika von diesem Whisky. Dazu kommt dann, so, wie gesagt, so ein bisschen Trockenobst, ein bisschen Honig, ein bisschen dieses Geschmeidige. Aber was echt da ist, ist halt Holz und Vanille. Im Aroma könnte ich vielleicht noch so ein bisschen mit so einem süßen Keksteig mitgehen. Ja, lecker. Sehr leckerer Whisky. Mir gefällt das gut. Der ist jetzt nicht so aufgeladen, wie viele andere Whiskys das heutzutage sind, sondern der ist eher geschmeidig. Man hat so von allem etwas. Man hat viele Bourbon-Noten, man hat viele sehr runde, ausgewogene Noten. Man hat aber eben auch diese schöne Würzigkeit und die Holzigkeit, die man eben von einem Whisky erwartet und haben möchte. 12 Jahre sind ideal gewählt. Keine Bitternote, keine übertriebene Holzigkeit, aber Holz eben präsent, Tannine ein bisschen da. Fassstärke super eingebunden, 53,3% kann man locker wegsüppeln. Weder in der Nase noch im Geschmack kommt davon irgendwie was, was störend wirkt. Nein, das passt super zu dem Whisky und untermalt einfach nochmal die Kraft, die der hat. Sehr schön, sehr lecker und zeigt, dass da auch eine gewisse Handwerkskunst hintersteckt, würde ich behaupten. Alles in allem ein sehr leckerer Whisky, ein sehr gelungener Whisky, ist allerdings mit 90 Euro ganz schön ambitioniert bepreist. Jetzt mag man sagen, gut, limitierte Edition aus Campbelltown mit einer 12-jährigen Altersangabe, das passt. Aber rein geschmacklich muss ich sagen, ja, der ist sehr lecker, aber 90 Euro wären es mir nicht wert. Ich wäre eher so bei 70 Euro gewesen. Vielleicht sogar eher 60 bis 70 Euro. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich finde ihn mit 90 Euro drüber. Dafür gibt es dann schon wieder nochmal eine andere Qualität, meiner Meinung nach. Aber ein absolut gelungener, ein absolut leckerer Whisky. Und man macht nichts damit verkehrt, wenn man sich so eine Flasche davon in den Schrank stellt. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann haut mir gerne einen Like-Button um die Ohren. Noch besser abonniert den Kanal. Kommentiert mir auch gerne das Video und sagt mir, wie ihr den Whisky gefunden habt. Welcher hat euch besser gefallen, letztes Jahr oder dieses Jahr? Wie findet ihr die Tasting Notes zu diesem Whisky? Was sagt ihr dazu? Wie schmeckt er euch? All das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich total freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.